Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge mit unserem König Christopher von Tirol. Crusader Kings 3, man kennt es ja im Iron Man Modus, alles nichts Neues. Wir sind gerade im Heiligen Krieg gegen Syrien und es schaut nicht mal so schlecht aus. Wir haben 87% erreicht. Natürlich die Armee, die verhungert jetzt langsam, aber sicher. Es ist jetzt so, die Versorgungsschwelle ist einfach überall überschritten. Diese Länder sind arm, würde ich jetzt mal sagen. Und die können so viele Soldaten nicht versorgen. Und jetzt gehe ich mal zurück. Langsam aber sicher tickert das hier nach oben. Jetzt haben wir wieder den ersten Platz erreicht. Ja, ist es nicht toll? Wäre natürlich schön, wenn es so bleibt. Jetzt haben wir 90%. Was ist hier passiert? Der Kaiser Werner hat jetzt Lothar verloren. Oh, jetzt haben wir nur mehr 56%. Nanu. Ja, das müsste aber doch passen. Hier haben wir doch die Versorgung. Genügend Versorgung. Da schauen wir jetzt mal. Was wir hier noch belagern könnten. Gehen wir mal hier rauf. Verlieren wir Leute? Nee. Und dann würde ich sagen, ziehen wir ab. Das hilft dann einfach nichts. Wir können da nicht mehr tun. Oh, jetzt haben wir wieder 93%. Kommt vielleicht auch hier hinten, war vielleicht irgendwas wieder geboten. Jetzt haben wir die wieder, fettleibig erhalten. Aber wir nehmen ja Gewicht ab. Schauen wir jetzt mal, wenn es zwischendurch der Papst mal ein bisschen Gold geben würde, wäre super. Aber da mag er nicht. Jawohl, wir haben gewonnen. Sehr schön, so sei es. Der Kriegszug war siegreich. St. Georg hat König Thomas den Sieg im Heiligen Krieg um Syrien geschenkt. Genau, das war ja unser Neffe. Das war ja unser Verwandter, dem wir hier das zugesprochen haben. Der ist jetzt unser Neffe, hat jetzt Syrien bekommen. Also praktisch ein, wenn man so sagen will, ein Bayer, katholischer Bayer, ist dann ähnlich wie mit Griechenland damals, weil ein bayerischer König oder ein Bayer mal König war, deswegen ja die weiß-blaue Flagge von Griechenland, falls das jemand nicht weiß, da ist er der Kreuzritterkönig jetzt geworden. Und nun, da die besetzten Lande fest im Griff eines heiligen katholischen Herrschers sind, können wir in der Gewissheit ruhen, den göttlichen Willen durchgesetzt zu haben, welch ein glorreicher Tag für die wahren Gläubigen. St. Georg ist mit uns und wir stoppen mal, lösen das hier auf. Die Belohnung, Thomas wurde belohnt für den Beitrag seiner Familie im letzten Heiligen Krieg. Und jetzt, man sieht's hier, haben wir hier Kohle bekommen. Frömmigkeit, alles Mögliche haben wir erhalten. Jetzt brauchen wir uns mit keinerlei Geldsorgen mehr machen. Im Moment, es ist ja wirklich wunderbar. Da muss ich jetzt noch mal kurz schauen, wer ist jetzt, ist der dann selbstständig da unten? Wo ist er jetzt? Dieses, genau, ja.
Tarsus ist selbstständig, eigenständiger König, hat hier keinen Lehnsherrn und einen Sohn auch, der dann sein Erbe wird, wenn es dann nicht wieder die Gegner hier aus der Gegend kommen und ihm das wieder wegnehmen. Aber vorerst einmal ist es nicht so. Wir können weiterlaufen lassen. Neues Königreich. Nun, da es einen richtigen König in Syrien gibt, können die Gläubigen endlich im Wissen ruhen, dass St. Georg uns wohlgesonnen ist. Dass der neue Herrscher von Syrien meiner Dynastie angehört, ist nur ein weiterer Beweis dafür, dass Gott uns seine Gnade geschenkt hat. Nö, den werden wir nicht spielen. Ich konzentriere mich jetzt wieder auf mein eigenes Reich. Ich kann einmal einen Screenshot machen. Das würde ihn vielleicht irgendwo mal mit unterbringen. Da könnte man jetzt, wäre natürlich spannend, jetzt da unten nur mit über ein bisschen 2000 Leuten weiterzuspielen. Und wäre sicherlich dann nicht ganz leicht. Okay. Der Wilhelm ist gestorben an den Verletzungen. Ja, da gab es einige Opfer. Und wir schauen mal hier ins Gefängnis rein. Die sitzt hier jetzt schon 8 Jahre. Und wir sagen hier aus. Ja, arrogant, hinterlistig, unersättlich. Aber trotzdem, zur Feier des Tages werden wir hier sie jetzt auch freilassen. Sagen wir okay. Wir wollen ja jetzt auch ein Festmahl veranstalten. Durch den gewonnenen Sieg. Und sagen wir hier tschüss. Und jetzt werden wir gleich mal schauen, wenn unser Fest mal losgeht, wer denn da alles teilnimmt. Willkommen, meine Freunde. Jede Menge. Ach, die Gräfin Gisela, schöner Hut. Muss ich sagen, wirklich wunderbar. Jetzt ist sie schwanger. Jetzt drückt man die Däumchen, dass es ein männlicher Nachfolger wird. Immerhin, sie ist schon 10, also wird die 10 Jahre nicht mehr schwanger. Also scheint er in der Hinsicht auch nicht besonders aktiv zu sein. Eine lobenswerte Leistung, als das Festmahl im vollen Gange ist und unsere Gäste Guntrud und Philippa heran. Welch grandioses Festmahl. Gut, das macht er nicht, weil er ja erhaltet Anspannung. Jetzt sagt er selber, ja, habe ich doch gut gemacht. Ja, so ist er einfach. Er versteht sich relativ gut mit seiner Frau. Jetzt haben wir hier fettleibig verloren. Und jetzt verträgt der Mandel nicht, der Graf Rasser. Der hat doch schon mal, was hat er mal nicht vertragen? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Irgendwas anderes, oder war das auch Mandel? Und wir wünschen ihm natürlich wieder mal einen bombastischen Appetit. Auch wenn es ihm dann etwas übel ergehen sollte. So, da könnte man jetzt die einkerkern. Warum könnte man die jetzt einkerkern? Und wegen unzüchtig. Da können wir Bande ändern. Nö, Bande ist normal. Das passt. Gut, die erwarten natürlich Ratsposten. Klar, als wenn die Gäste gehen. Ja, ist eigentlich nichts Besonderes passiert. Bis zum nächsten Mal. Jeder gewinnt 10 Jahre lang 20 Meinungen. Super. Einwandfreie Sache. Und da veranstalten wir jetzt gleich eine Jagd. Jetzt können wir wieder aus dem Vollen schöpfen und können gleich mal unsere Besitzzimmer ein bisschen ausbauen. Den Don John hier in Novara kann man ja auch was machen, kostet 700 die Ringburg. Und so gehen wir hier von oben nach unten durch. Bluthundzwinger und jetzt die 200 lassen wir stehen. Das seid ihr, die kann man ja wegnehmen. Graf Luitpold ist ja auch schon gestorben. Dann könnten wir mal schauen, wen wir hier aktuell anpinnen. Natürlich unsere Tochter mal. Haben wir denn Freunde? Ja, die Isentrude, unsere Freundin, hat hier einen Anspruch.
Können wir mal an. Schaden kann es nicht. Ich weiß zwar jetzt nicht, was für einen Vorteil es bringen sollte. Da bekommt er weiterhin seine knappen 20 Gold. Verbotene Beute. Wilderer hier in den Wäldern der Gräfin. Sie kauern eng beieinander, als ich mit meinen Wachen zu ihnen reite und verbergen, damit kaum das tote Tier hinter ihnen zu sehen ist. Sie sind dem Adel vorbehalten. Wir waren das nicht, euer Gnaden. Ihre Klingen und Bögen strafen sie Lügen. Ja, sie ist ja arrogant, hinterlistig, unersättlich. Sie werden hängen. Ja. Sie werden hängen. Da kennt er jetzt keine Gnade. So sehr er auch manchmal über seinen eigenen Schatten gesprungen ist. So, und jetzt endet die Jagd. Ohne größere Vorkommnisse. Da die Königin Constantia hat einen Krieg verloren. Ein Befreiungskrieg. Zwischenzeitlich 1317, also in 16 Jahren, können wir die Lehensautorität wieder hochsetzen. Jetzt glaube ich, können die sich auch gegenseitig angreifen. Ja, wäre nur ab hier Vasallen können. Wo haben wir das hier wieder zu stehen? Diese Clansführung. Können keinen Krieg gegen andere Vasallen führen. Und hier können die, also könnten jetzt untereinander irgendwelche Kriege veranstalten. Man hofft natürlich immer, dass sie das nicht tun. So, jetzt spielen die Kinder wieder. Jetzt werden wir dann bald mal sehen, welchen Nachwuchs wir bekommen. Aber das wird vielleicht noch einige Zeit dauern. Wie schaut es mit den Soldaten aus? Gut, die bauen sich wieder langsam auf. Oh, ein Kriegerorden wurde gegründet. Wie ist es das hier überhaupt mit den Kriegerorden? Also das kann bei uns jetzt, weil wir ja Frömmigkeit erhalten haben, auch welche holen, wenn es mal eng wird. Schauen wir mal, wie es denn hier steht jetzt mit unseren Ansprüchen. Das war ja Verona, hat man doch gesagt hier unten. Verona wäre doch mal was. Der hat jetzt nur mehr 5000. Ja, dann müssen wir ja sofort dran. Dann müssen wir hier sofort dran, das hilft einfach alles nichts. Und der so wenig Leute hat, wir haben 17.000. Also das ist ja... Aber wir wollen nicht unseren Anspruch, ne? So machen wir das nicht, weil er ist ja voll mit seinen Domänen. Schauen wir mal, was das wäre, der Fürstbischof. Ja, warum nicht? Hat er zwei Titel, dann hat er drei. Zack. Alles ausheben. Schauen wir mal, wer mit dazu kommen könnte. Oder schauen wir nochmal zurück, wie ist der aktuelle Stand. Ja, da brauchen wir keinen holen. Obwohl Hausmitglieder, wenn es dann nichts kostet, 3000, 1500, 900. 5, 3, 4. Die haben, was war das? 3000, die 3, 4. Die holen wir hier mit rein. Und dann starten wir mal. Ausgezeichnet. Die sind dabei. So. Wo haben wir hier die Belagerer? Jetzt natürlich wieder den richtigen Ritter. Wenn wir den noch haben, wenn wir nicht verloren haben. Scheinbar hat man Pech. Sehe ich jetzt keinen Belagerer mehr im Moment. Dann gehen wir auf jeden Fall mal hier nach Verona. Die stellen wir hierher. Die stellen wir hierher und das Kind ist heimgekehrt. 5000 Leute, also das müssen wir die Chance jetzt schon nutzen.
Der ruft uns in den Krieg. Ja, kann uns ja in den Krieg rufen. Wenn unsere durch ist, dann helfen wir dem. Dauert einige Zeit. Noch meine Tochter. Wie ist die überhaupt? Katharina. Eine Sophia. Ein Geheimnis. Was hat dir der Graf Mario mit der Bürgermeisterin Villa machen? Da gibt's kein Pardon. Der belagerte Eichstätt. Genau, dann machen wir das hier noch fertig, die paar Tage. Und die Kinder wollen immer spielen. Den Bischof haben wir beeinflusst. Und weiter geht's. Es wird ja immer besser, das Verhältnis zu unseren Vasallen. Natürlich nicht zuletzt, weil ja die Lehnsautorität so weit unten ist. So, das ist dann gleich durch. Sein Kind zu überleben. Katharina ist gestorben. Ja, Ise. Was ist sie gestorben? Ertrunken. Das ist ja Irrsinn. Das ist Irrsinn. Stopp jetzt mal. Da muss er auf jeden Fall... Ne, er unterrichtet ja das Kind nicht. Die Frau wird dann die Sophia unterrichten. Ja, das ist schade. Mit 10 ist sie ertrunken. So, und da gehen wir jetzt drauf. Da gehen wir jetzt drauf und holen wir noch eine mit dazu. Die holen wir jetzt mit dazu. Also ein schöner Kampf uns ja Kriegspunkte bringt. 12% haben wir bereits. Das ist ja genau das, das wir haben wollen. Unser Verbündeter scheint auch auf dem Vormarsch zu sein. Da geht's rauf. Über die Alpen drüber. Naja, hätte man noch einige Zeit gehabt, aber... Der entscheidende Sieg wäre das in guten 20 Tagen. Den werden wir natürlich hoffentlich wahrnehmen, wenn er nicht abhaut. Werden wir es noch schaffen, eventuell. Oh, das hätte man sogar mit einer Armee geschafft. Schauen wir mal, wo die Belagerer sind. Wir werden natürlich hier herstellen und schon haben wir 55%. Sehr, sehr schön. Kommt noch ein Verbündeter, der uns ein bisschen beim Belagern hilft. Können wir mal nach Nürnberg den herstellen. Annulliert! Der Tiroler Krieg um Anspruch, Grafschaft und Dreierla
Der Krieg endet unentschieden. So sei es, weil... Bald ist es ja der Kaiser. Ist vorbei, Graf Wernherr ist gestorben. Der Unerbittliche, an Altersschwäche. Dadurch ist der Krieg vorbei, endet unentschieden. Diese Aufgabe ist erledigt. Der hat die Gemeinde bekehrt. So, dann schauen wir gleich mal, wenn er hier... Hier kann man die Kontrolle noch erhöhen. Kann er noch jemand bekehren? Kärnten sind auch orthodox, also seit wann denn das? Ja, da müssen wir jetzt mal unsere Armeen auflösen, damit wir hier wieder ein bisschen zu Geld kommen. Und mit diesen Bildern beende ich diese Folge, freue mich schon auf die nächste. Bis dann. Tschüss.